Zum ersten Mal ist also die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ins Weltall gestartet. Nach Angaben des Weltraumbahnhofs in Kourou in Französisch-Guyana verlief der Start zunächst erfolgreich. Allerdings kam es dann doch später zu einer Panne. Ein Hilfsantrieb in der Oberstufe, der zündete zwar zunächst, stoppte dann aber wieder. Die beiden letzten Satelliten an Bord konnten also nicht richtig ausgesetzt werden. Und unser Weltraumexperte Professor Ulrich Walter ist nun bei mir im Studio. Herr Walter, also wenn wir uns das so angucken, an sich, die Rakete ist abgehoben, alles hat soweit gut gezündet, aber eben nach hinten raus dann doch ein paar Probleme noch mit der Zündung. Welche Bilanz würden Sie ziehen? Eigentlich im Ganzen erfolgreich, würde man sagen 90% erfolgreich, 10%, aber schon ein wichtiger Teil war jetzt nicht so toll. Aber das heißt, bringt das Probleme für die weiteren Verlauf? Oh ja, das ist, hat große Auswirkungen. Was ist passiert? Die Oberstufe, übrigens gebaut von den Deutschen, ist ein ganz neues Ding, wurde über die letzten 10 Jahre gebaut. Und die hätte die Satelliten dann in ihren Endorbit bringen müssen. Und dazu musste sie zweimal zünden. Und diese zweite Zündung hat zwar am Anfang funktioniert, aber dieser Hilfsmotor, der den Druck auf die Tanks macht, damit der Treibstoff in die Düsen, also in die Antriebe läuft, der hat wohl nicht richtig funktioniert. Deswegen haben die nur kurz gezündet und sind dann gleich wieder ausgegangen. Und das bedeutet, die Satelliten sind nicht in den richtigen Orbit gekommen. Mehr noch, diese Oberstufe hätte danach noch mal zünden müssen, was auch nicht passiert ist, zum sogenannten Deorbiten, damit sie nämlich aus dem Weltraum zur Erde zurückkommt und irgendwo im Pazifischen Ozean versinkt. Und auch das nicht hat funktioniert. Deswegen kreist das Ding nach wie vor als Müllteil noch oben rum. Noch ein bisschen Weltraumschrott produziert. Noch ein bisschen mehr, ja. Die Ingenieure in Bremen, wo das Ganze ja entwickelt und hergestellt worden ist, denen dürften also die Schweißperlen auf der Stirn gestanden haben? Ja. Das dürfte so sein. Also ich jedenfalls würde Stirnfalten bekommen. Das muss nachgearbeitet werden. Wahrscheinlich muss eine neue APU, so heißt das Fachwort dafür, rein. Wie auch immer, das wird Monate Verzögerung kosten, so jedenfalls meine Schätzung. Und deswegen wird der nächste Start dann doch nicht Anfang nächsten Jahres sein, sondern wird noch ein bisschen dauern, was natürlich wiederum blöd ist, weil wir haben jetzt schon 4 Jahre Verspätung. Also es dauert, es kostet, Weltraumschrott haben wir auch noch. Und wenn wir jetzt noch mal so gucken, ich meine an sich, dass Sie jetzt auch sagen, die Satelliten müssen an die richtige Stelle gebracht werden. Und das hat nicht funktioniert. Das ist ja Kern des Geschäftsmodells der ganzen Geschichte. Das ist, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das war der erste Start. Beim ersten Start klappt nie was. Dass 90% funktioniert haben, ist schon toll. Normalerweise nur 50%. Also das ist die gute Nachricht. Und dieser kleine Fehler, den kann man sicherlich noch nacharbeiten, kostet aber Zeit und das ist ganz normal, aber wir brauchen Zeit und noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe noch mal das nachgeschaut, auch in den Zahlen. Ich meine, Elon Musk ist ja inzwischen der Space-Vorreiter, will man fast sagen, mit seinen Falcon-Raketen. Die haben jetzt schon 10-mal mehr solcher Starts als Ariane 5 gemacht. Die haben 90% dieses Marktes. Also kriegen wir das jemals als... Kriegen wir das jemals wieder zurück? Nein, das glaube ich nicht, weil die Ariane 6, die neue, die zwar wesentlich günstiger sein sollte als die bisherige, und zwar ungefähr so wie die Musk-Rakete, so um die 60, 90 Millionen, das wird sie nicht schaffen. Sie wird über 100 Millionen kosten und deswegen wird es wieder ein Zuschussgeschäft. Aber ich finde, das ist okay, solange Europa dadurch einen eigenen Zugang zum Weltraum bekommt. Also sie wird nicht mehr groß kommerziell erfolgreich sein wie in den letzten 20, 30 Jahren. Damit müssen wir leben. So ist das Leben eben. Aber die Nachfolgerrakete von Ariane 6, die soll, und daran wird gearbeitet, die soll angeblich wesentlich günstiger sein und konkurrenzfähig zu Elon Musk. Aber Sie kennen das ja, die Vorhersagen, und da kommt irgendwie was. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Rakete, die einigermaßen funktioniert. Und ich kann Ihnen gleich sagen, ein paar Monaten wird die super funktionieren. Na, die Hoffnung wollen wir nicht verlieren. Aber wie kann das sein? Ich meine, wir haben die ESA. Ja. Die machen das seit Jahrzehnten. Und da kommt einer auf den Markt, der hat natürlich Visionen, der hat Geld. Wieso sind die so schnell so viel günstiger? Der Grund ist folgender. Der Elon Musk hat 2 Strategien. Das eine ist KISS. Keep it simple and stupid. Alles, was kompliziert in der Rakete ist, hat er rausgeworfen. Er hat gesagt, ihr müsst das so einfach wie möglich bauen. Zweitens, er hat gesagt, sofort testen. Ich stelle eine Rakete hin, wird gleich mal getestet, explodiert. Sagt er, super, damit habe ich eine Menge gelernt. Das kann sich die ESA nicht leisten, weil das viel Geld kostet. Er tut $1 Milliarden da rein und steckt die nächste dahin. Beim zweiten Mal explodiert sie auch. Sagt er, ist egal, ich mache noch eine dritte. Und die dritte, die funktioniert jetzt. Na, und damit ist er viel schneller fertig, kostet immer Geld, aber viel schneller fertig als die ESA. Das kann sich eine ESA nicht leisten. Aber wir haben immerhin Goldstandard und wie Sie sagen, hoffentlich beim nächsten Mal dann auch 100%. Ich bin mir sicher, beim nächsten Mal wird es 100% klappen. Danke Ihnen vielmals, Herr Professor.